Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Sonntag, den 7. Sommer und wir haben Besuch. Hallo Huxel, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besser kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Jo, jetzt dürfen wir uns also entscheiden zwischen Pilzen und Fledermäusen. Also wenn wir Pilze nehmen, dann kriegen wir logischerweise Pilze ab und zu mal. Und wenn wir die Fledermäuse nehmen, dann kriegen wir eben ab und zu mal random Obst. Ich glaube, es ist relativ egal, was man nimmt. Besser sind wahrscheinlich die Pilze. Würde ich jetzt mal sagen, weil es schwieriger ist, an die Pilze dran zu kommen, normalerweise. Ich meine, Obstbäume kann man halt selbst anpflanzen, ne? Andererseits, Obst ist halt immer ein nettes Geschenk für Dorfbewohner. Das heißt, ich hätte andauernd Gratisgeschenke. Ach, ich nehme die Fledermäuse. Alles klar, ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Sehr schön. Das heißt, bald erfüllt die Höhle einen Zweck. Also ich denke mal, der wird wahrscheinlich einen Tag brauchen, ne? Aber wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Nö. Noch ist hier gar nichts. Also im Endeffekt halt auch eine relativ unspektakuläre Entscheidung. Also, wie schon gesagt, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie einen krassen Unterschied macht. Aber trotzdem ganz schön. So, dann gießen wir erst einmal. Was machen wir denn heute? Wir werden heute auf jeden Fall die Sommersaat anpflanzen. Wir haben ja gestern noch 30 Einheiten bekommen. Weil wir im Gemeinschaftszentrum ja so ein Paket abgeschlossen haben. Ansonsten werden wir noch Geoden aufbrechen. Dann wollte ich einmal bei der Hutmaus heute vorbeischauen auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, wenn die Höhle fertig ist, irgendwie morgen oder so, dann schauen wir uns natürlich die Höhle an. Falls da überhaupt jetzt noch irgendwas passiert, keine Ahnung, ob sich da optisch was verändert. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ach so, genau, und dadurch, dass wir jetzt 3600 G haben, sollten wir jetzt eigentlich mal Kupfer farmen und zumindest mal die Axt schon mal upgraden. Also wir werden jetzt nach und nach alle unsere Gegenstände upgraden, beziehungsweise unser Werkzeug. Ja, und damit fangen wir heute an. Das heißt, wir werden heute Kupfer farmen. Also wir gehen nicht weiter runter in der Mine, sondern ja, wir werden uns so auf Ebene 30 bis 40 bewegen, würde ich sagen. Und dann schauen wir, dass wir richtig viel Kupfer zusammenkriegen. Wir brauchen 5 Barren, um unser Werkzeug abzugraden, ne? Oh, ein Radieschen! Nice. Dann können wir hier direkt nachpflanzen. Sehr schön. Ich hoffe, dass die anderen Sachen auch bald mal wachsen. So. Ja, ich würde sagen, dann pflanzen wir jetzt erstmal nach dem Gießen hier den ganzen Kram ein. Ach so, ja, und wir können im Gemeinschaftszentrum noch eben Sachen abgeben. Das sollten wir vielleicht auch heute mal eben erledigen. Ich hätte ja noch die beiden Muscheln dabei und ja, die sollten wir mal eben da einlagern, würde ich sagen. Ach, weil ich mich immer vergießen muss. Moment, dann hacke ich jetzt erstmal. Ach, ich liebe unser kleines Feld. Das ist so schön. Das ist so gut geworden. So. Eigentlich könnte ich hier rechts auch noch was anpflanzen. Ich muss mal schauen, wie viel Saat ich hier so verteilt kriege. Oh, Lehm ist auch wichtig. Brauchen wir noch für unser zweites Silo. Geht's hier einfach mal weiter. Wo ist denn die Saat da?
Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Kupfer benutzen für die Sprinkler. Oder zum Kraften der Sprinkler. Ja, wir schauen einfach mal, wie viel Kupfer wir so zusammenbekommen heute. Also. Und dann entscheiden wir halt, ob wir uns noch so einen Sprinkler craften oder direkt die Axt upgraden. Eigentlich würde ich ganz gerne das Axt-Upgrade holen, damit ich hier die Baumstämme überall entfernen kann. Denn die gehen mir schon ein bisschen auf den Zwirn tatsächlich. Weil die hier halt alles Mögliche blockieren. Ich hoffe natürlich, dass ich mit einer Kupferaxt überhaupt die Baumstämme kaputt machen kann. Kann ja auch sein, dass man die erst mit einer Eisenaxt kaputt machen kann. Dann müssten wir natürlich auch noch Eisen farmen, aber das sehen wir ja dann. Jo, alles gegossen. Ja, ja, ja. Dann geht's auf in Richtung Dorf. Vielleicht kriegen wir ja auch noch eine neue Quest oder so. Also wir schauen einfach mal bei diesem Board noch vorbei. Und wir sollten den ganzen Kram hier mal einsammeln. Edelwicke. Ja, schenke ich wieder Haley. Jo, Aushilfe gesucht. Damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät. Ich zahle 100 G an jeden Angler, der einen Thunfisch fängt. Viel Glück, Willy. 100 G Belohnung, du kannst den Fisch behalten. Okay. Mülltonnen wollte ich mir eigentlich auch mal genauer anschauen. Oder öfter anschauen. Ach, es gibt so viele Sachen, die man hier machen muss. Mann, 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 Mann. Oder machen kann. Man muss hier gar nichts machen. Aber die schiere Masse an Tätigkeiten überfordert mich manchmal so ein bisschen. Also ich vergesse dann immer irgendwas. Naja. Du isst es halt, ne? Bei Open World Games. Was haben wir denn hier? Oh, ein Ozeanstein. Und, holy moly, ein Geminit. 2000, ne? Genau. 5 Kupferbarren, okay. Ja, wir sollten schon alles auf Kupferlevel wirklich erstmal bringen. Aber wie gesagt, wir fangen mit der Axt an. Finde ich am sinnvollsten. Jo, das ist grün. Oder grünlich, das hier auch, würde ich sagen. Das ist bläulich. Nee, grünlich. Wieder keine Belohnung, das gibt's doch gar nicht. Hallöchen! Ich habe mir gestern diese neuen Schuhe geholt, weil mein altes Paar einen braunen Fleck hatte. Ich habe sie einfach in den Müll geworfen. Ich hätte sie ja gespendet, aber mir gefällt die Idee nicht, dass irgendein Spinner meine Schuhe trägt. Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Ich spende meine Sachen immer. Also im echten Leben. Was sollte ich an einem so warmen, faulen Tag tun? Mit mir reden. Mich daten. Nein, Quatsch. Haley ist ja schon mein Date-Ziel. Oh, Omi. Edelwicken sind momentan in voller Blüte. Ja. Hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, Huxel? Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle, in den alten, knorrigen Wald? Zur Choja Mega Mall. Ich glaube, in so einen alten, knorrigen Wald. Oh ja, das klingt wundervoll. Oh. Ich wette, das bringt mir Pluspunkte bei ihr. Kann das sein? Ich habe noch kein Herzchen bei ihr. Ja, noch nicht, ne? Also. Das wird sich schon noch ändern irgendwann. Wir werden auf jeden Fall Freunde. Jo, Krabbenreuse. Lup. Und lup. Zwei Sachen müssen wir hier noch einlagern. Herzmuschel, Auster. Haben wir schon mal eine Auster gefunden? Weiß ich gerade gar nicht. Kann natürlich sein, dass bestimmte Muscheln auch zu bestimmten Jahreszeiten nur unten am Strand liegen. Also, dekorierst du deinen Hof gern? Boah, so richtig habe ich ehrlich gesagt noch nicht mit dem Dekorieren angefangen. Oh, aus Versehen auf die Bank gesetzt. Ich wette, du pflanzt gerade ein paar interessante Dinge an. Vater sagt, dass hier im Tal eine Menge exotischer Pflanzen zu dieser Zeit wachsen. Ja, definitiv.
Oh, da unten sind Regenwürmer. Moment, wir müssen zu den Regenwürmern. Sehr, sehr wichtig. Also ich denke mal, ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen Mädels hier auch einfach Blumen schenken, aber... Ihr wisst ja, mein Fokus liegt definitiv auf Haley, also ich arbeite an Haley. Auch wenn ich inzwischen in diversen Premieren und im Kommentarbereich mitbekommen habe, dass nicht jeder mit dieser Wahl zufrieden ist. Oder genau genommen, eigentlich ist niemand damit zufrieden. Ich bin der Einzige, der Haley mag, glaube ich. Das ist eine einfache Jahreszeit für mich. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, warm zu bleiben. Ach, Linus. Jo, wir haben gar nicht so viel Energie, aber... Wir haben ja noch den gebratenen Tintenfisch. Glücklicherweise. Und wir haben noch ein Paradieschen. Die wollte ich zwar eigentlich verkaufen, aber... Naja. Du, Kupfer. Kupfer ist unser Ziel. Aha, schau mal. Da haben wir doch schon welches. So. Wie viel brauche ich? 5, ne? Also 5 Barren. Das heißt 25 mal Erz. Korrekt? Ja. Ja, das sollten wir aber zusammenkriegen. Also, ist eigentlich nicht ganz so hart hier. Wir buddeln uns einfach mal weiter nach unten. Ich meine, ich könnte jetzt, glaube ich, theoretisch auch einfach immer wieder dieselbe Ebene hier resetten. Ach, aber warum? Also, dann nehmen wir halt noch ein paar Steine mit. Finde ich eigentlich ganz pfiffig so. Außerdem, vielleicht finden wir ja noch irgendwas Neues. Kann ja auch sein, ne? Ein Topaz hatten wir aber, glaube ich, schon. Das ist jetzt nichts Neues. Also gerade sagen, irgendwann kommt doch die Fledermaus wahrscheinlich wieder. Mensch, aber so viel Kupfer gibt's dann hier doch nicht. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich hätte gerne so eine richtig, richtig fette Kupferader. Das wäre schön. Das Problem ist, ich muss halt wirklich auf meine Energie aufpassen, ne? Also hey. Ach so, und wir wollten heute noch zum reisenden Händler. Das bietet sich natürlich an. Also wenn wir hier aus der Mine rausgehen, dann gehen wir zum Händler, würde ich sagen. Das gibt's doch gar nicht. Mit 13 gehe ich jetzt hier raus, oder was? Ich futter jetzt ein Radieschen. Ja, vielleicht wäre diese Reset-Taktik doch intelligenter. Falls man das überhaupt resetten kann, aber ich meine schon... Ja, dann verballer ich halt nicht so viel Energie, ne? Doch, man resettet. Ja, doch, definitiv. Man resettet das, wenn man hier hochgeht. So, wir gehen jetzt auf 35 einfach mal. Aber hier müsste es eigentlich relativ viel Kupfer geben. Also, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Wir machen das jetzt einfach ein paar Mal. Hat sich das Design jetzt hier verändert? Ja. Glaube ich jedenfalls. Na, okay. So funktioniert es auch. Ich glaube, es ist halt pfiffiger so. Also dann, wie schon gesagt, verbrate ich halt nicht so viel Energie für das Suchen der Leiter. Die ich gerade kurzzeitig schon wieder Treppe nennen wollte. Ich laufe jetzt mal an allem vorbei gerade. Also 25 hätte ich jetzt schon noch ganz gerne.
Wann, wir haben 20 Uhr, also das sollte schon möglich sein, tatsächlich. So, ach, einmal nur. Das gibt's doch gar nicht. Na, da oben ist noch was. Oh, komm schon, 6-mal müsste drin sein. 22, okay. Alles gut. Dann würde ich sagen, resetten wir jetzt noch einmal. Ich futter noch ein Radieschen. Ein Radieschen. Und dann haben wir es, glaube ich. Also auf Ebene 31 hatte ich bis jetzt am meisten Glück. Warum auch immer. Okay, mit 30 gehen wir raus. Ja, das ist aber ganz vernünftig. Dann schmelzen wir das gleich ein. Wie schon gesagt, jetzt gehen wir aber noch einmal beim reisenden Händler vorbei. Ich meine, wir haben den ja schon ein paar Mal getroffen. Und eigentlich nie was gekauft. Nicht nur eigentlich, wir haben nie was gekauft. Aber irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, dann werden wir da auch shoppen gehen. Ja, zumindest wenn irgendwelche interessanten Sachen dabei sind. Also kommt natürlich immer drauf an. Ich finde es so schön mit den Glühwürmchen übrigens. Hier rumfliegen. Das ist schon echt sweet. Aber ich meine, das ganze Spiel ist ja sweet, also. Ach, das ist so atmosphärisch. Aber ihr wisst ja, ich mag die Abende hier auch einfach sehr, sehr gerne. Ich denke mal, der reisende Händler ist auch noch da. Der wird wahrscheinlich bis 0 Uhr, 1 Uhr oder so, oder 2 Uhr da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon weg ist. Wobei, wenn er jetzt weg ist, dann ist auch egal, aber... Zumindest einmal ganz kurz checken. Aha! Hallöchen. Oh nein, aber er verkauft nichts mehr, okay. Ja, ist dann halt so, okay. Schade, schade, schade. Er ist doch schon am Schlafen. Aber immerhin steht der Wagen hier noch. Ist ja schon mal die halbe Miete, ne? So viele Radieschen kann ich gar nicht mehr verkaufen, tatsächlich. Ich habe so viele davon gefuttert. Ich glaube, ich habe noch ein Radieschen mit Sternchen. Kann das sein? Genau. Ja, das könnte ich jetzt noch verticken. Machen wir auch. Aber ein Radieschen sollte ich natürlich auch behalten, logischerweise. Also... Falls wir irgendwann noch eine Quest damit bekommen oder ähnliches. Also, rein damit. Das verkaufen wir auch. Und. Das Quarz verkaufen wir jetzt einfach auch mal. Den Müll. Okay, und den Rest behalte ich. Jetzt noch ganz schnell die Barren erzeugen. Zumindest 3 hier schon mal in den Ofen reinlegen. Also... 3-mal diese Erzeugung anstoßen. Ja, und dann gehen wir schlafen, würde ich sagen. Ein sehr produktiver Tag. Sehr, sehr produktiv. Schade, dass das mit dem Händler nicht geklappt hat, aber ansonsten, ja. Und damit haben wir auch schon den 8. Tag im Sommer. Hab gar nicht ferngeschaut. Na egal, machen wir heute Abend wieder. Neues, 3 Barren sind fertig. Drei kriegen wir noch. Und wir bräuchten eigentlich nur 2 für das Upgrade. Das ist natürlich schön. Hallöchen. Ja, feine Katze. So, lass mich mal vorbei. Die Katze blockiert immer einfach alles. Aber ich liebe die Katze. Sie ist sehr, sehr sweet. Jo. Ja, dann werden wir gleich auch mit den Materialien direkt zu Clint gehen.
Mann, ich habe sowieso noch eine Geode gekriegt, genau. Von daher, die soll er uns auch mal ganz fix aufbrechen. Und dann will ich auf jeden Fall gleich mal eben zu Hutmaus gehen. Mal schauen, ob wir uns einen neuen Hut kaufen können. Also beziehungsweise, wir können uns auf jeden Fall einen neuen Hut kaufen, aber... Da müssen wir natürlich schauen, welcher Hut uns am besten steht. Auch wenn ich mich an meinen Strohhut schon sehr, sehr stark gewöhnt habe, aber... Heißt nicht, dass ich den nicht trotzdem mal austauschen sollte. Ach so, genau, und wir müssen einmal ganz kurz in die Höhle gleich rein. Wie erwähnt, ich weiß jetzt nicht, ob sich da irgendwie groß was geändert hat. Oh, noch ein Radieschen. Ich weiß nicht, ob sich da groß was geändert hat, aber ja. Gucken wir einfach mal. So. Ja, und ansonsten, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, gehen wir angeln, ne? Ich wollte ja mal ein bisschen mehr angeln und meine Angellevel erhöhen. Damit wir bei Willy ein bisschen mehr kaufen können. Können wir eigentlich auch mal ganz chillig machen. Vielleicht sollten wir auch mal so einen Angelpart machen, wo wir wirklich nur angeln gehen. Finde ich eigentlich auch ganz vernünftig. Boah, aber diese Sprinkler, die... Die helfen einem schon extrem, tatsächlich. Ich meine, das Gießen dauert trotzdem ziemlich lang, aber ja. Zumindest verkürzen die Sprinkleranlagen das Ganze so ein bisschen. Also es gibt ja später noch bessere Sprinkleranlagen, habe ich auch, glaube ich, gesagt. Oder habe ich schon mal erwähnt. Die benässen dann tatsächlich alle Felder um sich rum. Wenn wir solche Sprinkler hätten, dann müssten wir natürlich gar nichts mehr machen morgens. Das wäre schon sehr, sehr geil. Vollständigkeit halber. So. Wenn wir die Sprinkler hätten, dann müssten wir halt morgens gar nichts mehr machen, aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis man die Sprinkler craften kann. Also keine Ahnung, mit welcher Stufe man die Dinger kriegt. Das weiß ich nicht, das müssen wir mal schauen. Jo, und? Aha! Also optisch hat sich hier tatsächlich nichts verändert. Oh doch, an der Seite sind Fledermäuse. Ach, die fliegen hier durch. Also ich glaube, wenn man Pilze nimmt, dann stehen hier so Kisten drin tatsächlich. Boah, aber schaut mal. Eine Brombeere, eine Lachsbeere, eine Wildpflaume. Können wir die nicht sogar irgendwo ins Gemeinschaftszentrum packen? Irgend so eine Kiste hier? Nutzpflanzen? Nee. Sammeln? Nee, Aquarium, nee, Abenteuer-Ingenieur. Ich meine, irgendwas davon... Na okay, Lachsbeeren, die kann man normalerweise im Frühling ja so sammeln. Brombeeren und Wildpflaumen. Aber da brauche ich jeweils 50 bzw. 20 Stück von. Na gut, okay, dann bringt uns das erstmal nichts. Ja, hier bräuchte ich 10 Lachsbeeren, okay. Na egal, dann bringt es uns nur halb was. Ja, wobei nützlich ist es trotzdem, definitiv, gar keine Frage. Ich glaube übrigens, man muss seine Axt abgeben, wenn die geupgradet wird. Glaube ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wäre auch noch so eine Frage... die ich mir stelle. Mein Vorrat an Topas geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. 240G bei Lieferung macht Caroline glücklich. Boah, den Topas habe ich gestern verkauft, ne? Oder Topas heißen die, glaube ich, nicht Topas. Mein Vorrat an Topas geht zur Neige. Oder Topas? Topas? Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Keine Ahnung. Topas. Topas. Sind das nicht so Cornflakes? Ich glaube schon, ne? Topas Cornflakes. Naja. Gärtnern ist eines meiner Hobbys. Deswegen freue ich mich schon auf das warme Wetter. Naja, alter Mann.
So, Trommelwirbel, muss ich meine Axt abgeben? Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ach, genau. Oh, jetzt ist die Axt weg. Voll blöde eigentlich. Ich arbeite noch an dem Werkzeug Kupferaxt. Ach, verdammt. Jetzt kann ich die Geoden nicht aufbrechen lassen. Oder die Geode. Na, egal. Ja, also Holz werden wir jetzt auf jeden Fall erst einmal nicht mehr sammeln können. Aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dann können wir ja immer noch in die Mine gehen. Also in der Mine brauche ich die Axt ja nicht. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir im nächsten Part vielleicht mal in die Mine. Ja, oder wir gehen angeln. Wie schon gesagt, ich wollte ja auch mal angeln gehen, ne? Ein zarter kleiner Sonnenstrahl hat mich heute Morgen geweckt. Ich habe mich noch nie so erholt gefühlt. Oh, guckst du die Tiere an? Oh, suchst du nach Tante Mani? Nein. Wollte nur Hallo sagen. Jo, die Hutmaus. Sie ist irgendwo unten. Betonung auf irgendwo. Wo ist denn die Hutmaus? Hier rechts war die, glaube ich, ne? Neues! Da ist sie. Oh, so süß. Eher ein Huthamster eigentlich. So, gute alte Kappe. Eine alte Mütze mit geknicktem Schirm. Südwester. Die Form dieses Huts hält Segler während Stürmen trocken. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die gute alte Kappe. Ja. Fast weggeschmissen, das wäre es ja jetzt noch. Neues! Und schon haben wir eine neue Kopfbedeckung, endlich. Sieht meinem realen Ich etwas ähnlicher. Ich laufe nämlich normalerweise immer mit Käppis rum. Also privat zumindest, beruflich eher weniger. Kommt nicht so gut meistens beim Arbeitgeber an. Sehr schön. Mal ein bisschen Abwechslung für unseren Kopf. So. Können wir hier noch irgendwo angeln? Ja, hier links zum Beispiel, ne? Wobei, das letzte Mal, als ich hier geangelt habe, habe ich hier ja nur Müll rausgezogen. Schauen wir mal, was heute so dabei rumkommt. Ich hatte ja schon die Theorie, dass man hier nur Müll angeln kann. Aber ist natürlich eine reine Vermutung, also weiß ich natürlich nicht. Aber alleine, dass ich jetzt schon wieder irgendwie so einen Crab gefangen habe, ja, bestätigt ja meine Theorie so ein bisschen, ne? Wir haben hier wirklich noch nie einen Fisch gefangen. Ich würde sagen, gleich gehen wir auf jeden Fall noch auf unserer Farm auch angeln. Ja, sollten wir definitiv mal machen, um zu schauen, ob wir da auch nur Müll rausziehen. Oh, nee, das gibt's doch gar nicht. Oh, es war ein sehr, sehr schwerer Fisch. Also schwer zu angeln. Oh, da unten ist eine Truhe, aber... Oh, ich hab die Truhe sogar. Boah, ist sehr schwer zu angeln, das gibt's doch gar nicht. Oh, nein, und... Oh. Ja, ich brauche eine bessere Angel, definitiv. Aber ihr habt schon gesehen, der Fisch war ja hardcore, also. Aber vor allen Dingen, wie ärgerlich, ich hätte sogar noch eine Schatztruhe da rausgezogen. Ja, ich muss mal schauen, wie teuer die anderen Angeln bei Willy sind. Falls der überhaupt schon andere Angeln anbietet, aber da sollten wir definitiv mal upgraden. Also ich glaube auf jeden Fall, es wird einfacher mit anderen Angeln. Glaube ich, ich weiß es nicht. Aber alles andere macht ja keinen Sinn, also... Warum sollte man sich sonst andere Angeln kaufen? Ja, oder vielleicht wegen der Optik, aber... Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das Angeln mit besseren Angeln leichter. Sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt einfach mal.
und schon wieder Müll. Ja, das kommt jetzt auch in den Müll. So, dann würde ich sagen, kategorisieren wir noch ein bisschen. Alles ein, was wir dabei haben. Basismaterialien. Kupfer. Wobei, da können wir uns gleich noch einen Sprinkler craften. Kohle, Lehm, Steine. Genau. Och nein. Katzilein. Musst du immer im Weg stehen. Nahrung, 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 Nahrung. Nahrung. Basismaterial. Dann habe ich noch Saat. Saat. Grünalge ist auch Nahrung, würde ich sagen, ne? Also tendenziell eher Nahrung. So. Oh, wobei, die habe ich hier reingetan. Letzte Mal. Egal. Komm hier die Edelwicken rein. Die Kiste packe ich jetzt einfach mal den Hut noch mit. Ist zwar nichts Gecraftetes, aber ja, also kann man da schon einkategorisieren, würde ich sagen. Ja, ich meine, Alge ist ja schon Nahrungsmittel irgendwo auch, ne? Ich hoffe mal wirklich, dass das mit der Axt nicht ganz so lange dauert. Das wäre schon schön. Oh, wenn das jetzt irgendwie 5 Tage dauert oder so, das wäre schon ärgerlich. Und wir brauchen natürlich weiterhin auch Holz. Naja, wir werden es erleben. Was haben wir denn im Fernsehen heute? Leben vom Land. Lass uns über Mais reden. Er ist eine etwas ungewöhnliche Pflanze, weil er ganze 2 Jahreszeiten überdauert. Das ist richtig. Während die meisten Pflanzen beim Wechsel der Jahreszeit sterben, lebt der Mais weiter. Du kannst ihn im Sommer und im Herbst anpflanzen. Los, pflanz einfach mal ein wenig Mais an. Ich glaube, ich habe ja schon Mais angepflanzt, ne? Wenn nicht, machen wir das auf jeden Fall. Das klingt ja sehr, sehr vernünftig. Was sagt der Wetterbericht? Sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnet mit Blitz und Donner. Na, das hört sich doch spannend an. Gute Voraussetzungen für den nächsten Part, würde ich sagen. Endlich regnet es mal. Oh, das wird richtig, richtig entspannt heute. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Stardew Valley. Euer Huxel. Ciao.